der auch wichtig ist. Ich würde jetzt gerne Anne Herberts noch mal hören. Wahrscheinlich auch jenseits der Feierei haben Sie eine Haltung dazu. Wenn das Stichwort Digitalisierung kommt, muss ich mich natürlich einmischen. Das, was jetzt wieder so ein bisschen rüberkam, ist, okay, wir nehmen einfach die Formulare, die wir vorher ausgedruckt hatten und machen die dann einfach mal digital anbieten. Ich denke, auch ein schlechter analoger Prozess ist am Ende nur ein schlechter digitaler Prozess, wenn man einfach nur die Formulare von 1:1 rüberschiebt. Ich glaube, man muss die Digitalisierung einfach als Blaupause nutzen oder wirklich als Chance sehen, grundsätzlich zu hinterfragen. Und wenn ich Beispiele wie Wohngeld oder Ähnliches höre, es gibt so viele Anträge für Sozialleistungen, wo Sachen gestrichen werden können, wo Sachen an intimsten Sachen gefragt werden, die für die Bearbeitung des Antrages überhaupt nicht notwendig sind. Man braucht nur Miethöhe, wie viel Einkommen man hat und wie groß die Wohnung ist. Mehr braucht es eigentlich gar nicht. Aber es gibt einen 13-seitigen Antrag noch mit Extraanlagen. Man muss die Digitalisierung nutzen, um einfach auch den Rotstift anzusetzen bei einigen Sachen und nicht einfach nur von A nach B zu schieben.